Leider, du bist in ein Leiter gestiegen. Wenn du dein Auge zurückholen könntest. Oh, und ich entschuldige mich für das Wort Wandanusse. Ich sag so einiges, wenn ich Angst habe. Du hast mein Auge? Spitze! Jetzt brauchen wir nur noch wen, der es mir wieder einsetzt. Ich kann mir zwar denken, wie gerne du mir deine Faust ins Gesicht stecken würdest, aber Augen-OPs überlässt man besser den Profis. Mein Kumpel Hammerlock in Lyersburg kann mich reparieren. Das ist Hyperion-Technik! Pipifax! Und öffne dich! Eindringlingsalarm! Es war nett, dich kennenzulernen! Von Bullybombs gefressen zu werden, soll ja ein schöner Tod sein! Warte, ich mach das. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Gern geschehen. Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Finde eine neue Aufgabe.
Waffe wechseln mit. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist für ein Treffen mit zwei Hammerlock-Handlanger. Zingres 1. Kind freigeschaltet. Gib dich nach Leiersberg. Knuckler, Trager ist tot und du hast Quatsch gesagt. Jetzt musst du nur noch jemanden finden, der es ihm wieder einsetzt. Mission erfüllt. Belohnung, Erfahrung, Liebe, das Ganze. Gipfel 2, saubere Berg. Southern Shelf. Hier entlang! Sei wachsam, Untertan! Auf diesem Gletscher herrscht ein Bandit namens Captain Flint, der mich ein paar Monate als Folterobjekt festgehalten hat. Wir spielten Spiele wie Weich dem Schneidbrenner aus und Fall nicht in Säurepott. Im ersten war ich richtig gut. Achtung, Leute von Pandora, hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Lyersburg eingetroffen ist, 1 Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Weidmanns Heil, Banditen! Okay, Jungs, hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir. Sofort! Berg.
Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Ich hätte da einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber. Das ist weniger schmerzhaft als das, was Handsome Jack mit dir machen würde. Wie heißt du doch gleich? Was ist los mit euch? Tötet den Skaklecker, damit wir unsere Belohnung kriegen. Es ist noch nicht vorbei, du Arsch! Hey, Hammerlock! Da mein Untertan gerade deine Stadt gerettet hat, könntest du deinem besten Freund Claptrap einen Gefallen tun und mein Auge reparieren? Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Bleibt bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Wir beide sind wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Zwergkannibalen im Gehirn. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich, Sir Hammerlock. Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullymongs für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Männer setzten mich auf diesem Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest? Gib ihm ein Lockdown-Trap, Saubert. So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und... Das war's auch schon. Ich lebe! Oh je, er spricht wieder. Untertan! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte. Wird Zeit, dass
dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammentun. Auf diesem Gletscher hier hausen nur Trottel und Mörder, wie zum Beispiel dieser Hammerlock. Ich stehe direkt hier. Keule. Jetzt, wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir. Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er mit. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Seltene Beute erwähnen, erhöht die Chance, dass Feinde seltene Beute erwähnen lassen. Bis bald! Dein Geld ist wertlos, wenn du es nicht ausgibst. Sein Gesicht gesehen? Thank you.
geile Sache. Du hast jetzt zwei Schnellreiseziele entdeckt. Nutze eine Schnellreisestation so schnell. Entdeckt den Ort auf Pandora zu reisen. Hallo? Na los, funktionier schon! Exkremente nochmal! Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. Schilde, du hast jetzt ein Schild. Verursachtsschaden wird zunächst durch ihn abgewehrt. Wenn der Schild aufgebraucht ist, wird Kurzzeit wieder aufgeladen, halte erscheinlich stärker Schilde mit speziellen. Und wie gefällt dir Liarsburg? In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary, um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Zumindest die meisten von ihnen. Captain Flints Männer töteten jeden, der blieb. Tuck, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Nee, nicht wirklich. Thank you.
Munition ist alle! Freie Gegend mehr. Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Liarsburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. Ja! Ugh.